Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trackmania Turbo in der Solo-Kampagne. Und wir sind mittlerweile in der Red Series angelangt, haben 5 Stages schon absolviert und geschafft auf der Goldmedaille, muss man auch mal dazu sagen. Und jetzt kommen die nächsten 5 Stages. Na, vielleicht heute nicht, aber zumindest mal der Anfang der nächsten 5. Machen wir bei der Red Series bei Try Harder im Canyon Crunch Drift. Und dann gucken wir mal. Stage 126. Wir sehen schon Slowdown und wir sehen hier richtige Canyons. Wir sehen auch hier Big Jump. Wir sehen, oh Gott. Also wenn ich das schon sehe hier, dann denke ich, wir kriegen interessante nächste Stages. So, mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Auf jeden Fall. Ob mich die Red Series wirklich zum Rotwerden bringt, weiß ich nicht. In 1.12 müssen wir das schaffen. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, wir fangen hier mit einer sehr langen Linkskurve an. Okay. Gucken wir mal. So, das geht noch. Okay, okay. Okay, jetzt weiß ich, warum das Slowdown stand. So wie dazu, Heckflügel ist weg. Oh Gott. Oh Gott. Ja, be careful school. Ja, komm, ich stand nochmal neu. Kann man da links und rechts auch drauf springen? Da hat man ja auch so zwei Wege gesehen. Würde mich mal interessieren, ob man tatsächlich da drauf springen könnte. Muss man hier driften überhaupt? Nö, muss man nicht, ne? Geht auch so. Slowdown, jetzt weiß ich auch warum. Ah, das schafft man trotzdem nicht, jetzt ohne Scheiß. So, jetzt hier meine ich hier rechts und links sind so Wege. Nein, ich glaube, da kann man nicht hinspringen. So, jetzt Schikane. Okay. Boah, das ist ein bisschen zu weit innen gefahren. Ich gucke mir erstmal die Strecke an. Ich scheiße mal auf den Goldfahrer. Big Jump, okay. Alter, wie schnell er da kommt, ne? Jo. Also das ist halt echt das Schwierige, diese Sprünge. Weil man die in der Luft einfach nicht kontrollieren kann. Okay, das ist echt fies, finde ich. Die Strecke. Alter, das ist heftig. Das ist heftig hier. Geht's hier hoch, okay. Oh Gott, ja. Da vorne ist dann das Ziel, oder? Ja. Okay, da vorne ist das Ziel. Okay, es ist machbar, aber das ist... Ich denke, da brauche ich ein paar Versuche, bis ich da den Flow in diesem Canyon drin habe. Vor allem, weil da halt wieder so sehr eklige Sprünge drin sind. Ja, ich glaube, da muss man richtig früh bremsen, oder? Wenn man das ohne Berührung schaffen will. Würde ich jetzt behaupten. So. Big Jump. Okay. Die Musik geht ja gerade richtig im Steil. Das war nicht so geil. Das hat wieder scheiße viel Schwung gekostet. So, und jetzt vor dem Abschnitt habe ich ein bisschen Angst. Bin ich ganz ehrlich. Aber es geht. Aber es geht, wir haben es geschafft, oder? Ich habe wohl den Flow schneller gefunden, als ich mir selber zugetraut hätte. Sage ich nicht nein. Sage ich nicht nein. Machen wir weiter. Nächste Strecke. Das sah auf dem Vorschaubild. Ich weiß gar nicht mehr, was wir auf dem Vorschaubild gesehen haben. Es sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Und ja, gucken wir mal. Wir sehen wieder viel Container, wir sehen Canyon. Und wir sehen Container, über die wir springen dürfen. Hui! Und wir sehen Donut, der einfach mal so da in der Luft hängt. Das ist, glaube ich, ein Donut-Helium-Luftballon. Da war nämlich so eine Schnur dran. Okay, das hätte man schneller fahren können. Ja, da kommt auch schon die Goldmedaille und sagt uns, du bist viel zu langsam. Ah, das war das genau, diesen Big Jump, das hat man da gesehen. Okay! Ja, hinter jedem Sprung, hinter jeder Kurve ist eine neue Überraschung, würde ich mal sagen. Es war nicht so geil, hier übers Dreck zu fahren. Shit.
Hier müssen wir gerade bleiben. Boah, ja, das haben wir fast gedacht, dass das jetzt passiert. Oh, das kostet so viel Schwung. Ich komme jetzt hier gerade nicht in Flow rein. Ah, shit. Shit, das war kacke. Da waren wir eigentlich zu schnell, ne? Kann das sein? Dass wir das jetzt da so angeeckt sind. Okay, der Aufschlag hab ich ein bisschen zu früh gemacht. Ging doch ein bisschen länger. Nicht, dass jetzt jemand meint, hier ist Mikro und so weiter, ist unsynchron. Es war, ich habe ein bisschen zu früh. Das ist wie wenn man tanzt und wenn der Drop kickt. Ach, vergiss es. Tres, dos, uno und go, komm. Wir haben noch nicht das Ziel gesehen. Das stimmt mich schon mal nicht frohen Mutes. Ich sollte da nicht so eng fahren. Das macht das Auto so instabil hier schon. Komm! Nein! Bin ich wirklich zu schnell da? Gibt's doch nicht. Sowas mag ich nicht. Da wird man nicht mal belohnt, wenn man ein bisschen schneller ist. Da muss ich, glaube ich, so viel schneller sein, dass ich drüber springe. Das ist jetzt das Ziel hier. Das wird mir aber so nicht gelingen. Nee, ich glaube nicht. So nicht. Ich glaube so nicht. So, guck mal. Machen wir mal weiter. Zack. Oh, das bin ich schräg abgesprungen. Das war nicht so geil. Witziger ist, der Goldfahrer driftet es hier, aber das muss man gar nicht driften. Mit diesen Drift-Junkies. Driften ist nicht gerade unbedingt schneller. Ja. Und wenn man hier aneckt, auch nicht. Es geht wieder nicht gut aus. So nicht. Das versaut alles. Mann. Ich bin ein Tickchen zu langsam, um drüber zu springen. Und viel zu schnell, um richtig gut davor zu landen. So nicht, ey. Komm nochmal. Focus. Jetzt, okay. Okay, das, noch gefällt es mir nicht. Das Ganze hier. Ich bin gerade überlegen, ob ich den Sprung irgendwie anders da machen kann, damit ich irgendwie nicht auf der Schanze lande oder so. Aber das ist schwierig, das ist fast unmöglich. Oder? Okay, das war gut. Genau so muss es sein. Das war leider zu spät, den Drift eingeleitet. Ach Gott, ja, ist gut. Ich weiß, ich hab's verkackt. Aber wir wissen jetzt, man kann auf jeden Fall drüber springen. Das ist doch schon mal. Aber dann muss ich hier perfekt durchkommen, einfach. Hier ist Shoro. Okay. Fuck, bin ich schon leicht angeeckt? Das könnte jetzt schon die nötige Minusgeschwindigkeit sein. Doch, es reicht drüber zu springen. Gut, wunderbar. Jetzt hier richtig driften. Hier richtig driften. Oh, jetzt habe ich ein bisschen zu viel Schwung weggenommen. Aber reicht hier. Hier wird es auch nochmal enger. So, weiter sind wir bis jetzt noch nicht gekommen. Also keine Ahnung, wie es jetzt hier weitergeht. Nochmal ein Sprung, so wie es aussieht. Und ist halt schon das Ziel. Wunderbar. Okay, alles klar. Alles easy. Wir haben es geschafft. Man muss nur einmal den Flow finden. Ja? Dann schon läuft der Hase. Schon läuft der Hase. So, wir machen weiter. Mit der nächsten Strecke. Mit Stage 128 müsste es schon sein, oder? Ne, 27. 28. Doch, 28. Okay. So, wir sind wieder mal in so einer Canyon-Höhle. Das sind ja die Kurven immer sehr, sehr interessant. So, bis jetzt ist es noch okay. Okay, das muss man fast driften, glaube ich, hier hoch, oder? Ja, der driftet jetzt auch hier hoch. Das wusste ich nicht. Oh
Gott, okay. Also da ist auf jeden Fall der Flow richtig wichtig. Dass man da einen richtig guten Flow erwischt. Achtung. Drift hier. Oh, das trifft zu früh eingeleitet. Okay, also hier muss ich den Flow auf jeden Fall finden. Drift hier wieder. Oh Gott. Das sind ja ein paar Stellen, die echt lustig gleich werden. Und ich schaffe jede Stelle nicht. Ist schon euch aufgefallen? Ich schaffe keine dieser Stellen. Vor allem, das sieht alles gleich aus, ne? Man könnte meinen, das ist ein Rundkurs. So ohne Scheiß. Sieht alles genau gleich aus. Ja, und da ist dann das Ziel. Okay. Okay. Ja, da brauche ich auf jeden Fall auch nochmal ein paar Versuche. Dass wir das da hinkriegen. Nein! Fuck, Alter, das ist echt schwierig, da den Flow zu finden. Da brauche ich auf jeden Fall noch ein paar Versuche. Aber lasst mich mal trotzdem das nochmal so ein bisschen zu Ende fahren. Mal über die Stellen sich so ein bisschen, dass ich mir ein bisschen einprägen kann, wie trifft's mir merken kann. Oh Gott. Das wird schwierig. Das wird schwierig. Weil da ist einmal ein bisschen zu langsam oder zu schnell und schon ist das Ganze vorbei. Da vorne ist wieder das Ziel. Glaube ich. Oder war das Drift? Das Brüder, die Drift-Schilder sind auch rot und das Ziel ist auch rot, aber. Okay, also es ist. Wird lustig. Ja, brauche ich halt ein paar Versuche, aber. Ist auf jeden Fall machbar. Ja, das war jetzt zu spät eingeleitet. Man hat keinen Platz. Das ist das Problem. Das ist ganz, 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 ganz schwierig. Man hat kaum Platz. Das ist sehr, sehr schwierig hier. Den Drift da richtig hinzukriegen. Dieser Geschwindigkeit vor allem. Das ist... Da habe ich noch so mein Problemchen. Okay. Das wäre die letzte Stage für heute, das ist schon mal sicher. Da habe ich jetzt gerade echt so ein bisschen. Da schwitze ich jetzt gerade echt schon ein bisschen. Ist echt gerade voll warm. Das war jetzt schon mal. Gar nicht schlecht. So kann man die Kurve auf jeden Fall fahren. Problem ist, wir haben noch ein paar solcher Kurven und jetzt bleibe ich hier hängen und dann ist das alles wieder für die Katz gewesen. Blöde. Nein! Ganze Schwung weg. Am besten noch vor Gold. Ja, vielleicht reicht es ja auch. Das ist das Ziel, ja. Okay, es hat gereicht für Gold. Es war nicht perfekt, ganz und gar nicht. Also ich. Egal, wir haben es geschafft. Ich gucke auf die Zeit und. Ja, wir machen Schluss. Ich glaube, wir machen Schluss, weil ich glaube, wenn ich jetzt die nächste Stage mache, dann ist es nicht gut. Ich mache erstmal ein bisschen Pause. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge mit der Red Series. Wir haben nochmal zwei Stages im Canyon Grand Drift. Gucken wir mal, wie viel wir da schaffen. Und ansonsten bin ich für heute schon mal raus. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Und wenn euch die Stages gefallen haben, würde ich mich am Däumchen nach oben freuen. Ansonsten, wenn ihr beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge wieder dabei seid, würde ich mich genauso freuen. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Das war's von mir. Dein Ray. Ciao, ciao.